Also fangen wir mal mit B an. B sinkt oder also steigt sozusagen von 0 auf U0, bleibt bis Pi bei U0, sinkt dann auf minus U0 und steigt dann bei 2Pi wieder auf plus U0 und so weiter und so fort. Also es ist eine Rechteckpulsfolge mit, wir würden sagen, 50% Tastverhältnis, weil die 50% an und 50% aus ist. Oder naja, eigentlich auch nicht so richtig, es ist eben so eine Rechteckfunktion. So, und die versuchen wir jetzt mal irgendwie in MATLAB nachzubauen. Und ich bin jetzt hier im MATLAB, habe hier nicht die ganz so aktuelle Version. Ich kann mal jetzt gucken, ob ich MATLAB jetzt mal auch in meine Zone hier reingeschoben bekomme. Ja, das scheint zu funktionieren. Da mache ich mal ein neues Skript auf. Dann bin ich hier im Editor und mache mal immer das, was man so am Anfang macht. Ein Clear All und ein Close All hat noch keinem geschadet. Also Clear All, Close All, alle Variablen, die eventuell schon da sind, löschen, alle Abbildungen, die eventuell aufgemacht sind, schließen. So, und jetzt müssen wir mal irgendwie diese Funktion definieren. Und also bevor ich das jetzt mache, mache ich mal, gucke ich nochmal auf die Aufgabe zurück. Und hier steht was von Omega T, also weil das Kreisfrequenz mal Zeit sein soll. So dass da halt was Prinzip Einheitenloses rauskommt oder was im Bogenmaß. Ja, und 2 Pi wäre halt einmal rum um den Kreis, ein voller Winkel, 360 Grad. Danach wiederholt die sich halt und ich schreibe das jetzt mal auch in diesem Omega T auf und nenne dieses Kreisfrequenz mal Zeit. Was einheitenlos ist. Daraus mache ich jetzt mal direkt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das mache. Ich mache mal daraus einen Zeilenvektor und mache mal, ich probiere mal verschiedene Sachen raus. 1 bis n. Ja? So, also das hier oben war alle Variablen löschen und das ist alle Abbildungen schließen. Weil wir ja vielleicht mal zwischendurch ein paar Abbildungen aufmachen. So, und jetzt das n nenne ich mal Anzahl der Punkte, die ich jetzt brauche, weil irgendwie muss ich das jetzt ja durch MATLAB rechnet ja mit Zahlen, nicht direkt mit Funktionen, nicht analytisch. Also irgendwie muss ich die Rechteckfunktion jetzt durch Zahlen repräsentieren. Und dafür nehme ich jetzt mal 100, ich nehme vielleicht mal 101, ich nehme 100, ich nehme 101. Also ich nehme eine für den Anfang und eine fürs Ende mit, vielleicht lösche ich aber die am Ende dann, damit die sich nicht mit dem Anfang doppelt, da muss ich mal gucken. Weil wir haben natürlich irgendwie so eine Idee, was da jetzt halt rauskommen sollte. Und da kann schon sein, dass dann mal so ein 100, 101, je nachdem, was man da macht, so einen kleinen Fehler macht. So, und dieses Omega mal T, das nenne ich jetzt mal Phi. Und das soll jetzt halt gehen, so wie man das jetzt hier so sieht, nehme ich jetzt mal eine Periode da raus, nämlich von 0 bis 2 Pi. Ja, das ist ja genau diese Periodizität. 0 bis 2 mal Pi und dann nehme ich diese n-Punkte. So, dann habe ich Phi-Dinger. So, also n-Phis, die von 0 bis 2 Pi laufen. Und jetzt will ich diese Funktion haben, hier, die hier dargestellt ist, die heißt UB von Phi und die macht, ja, die macht eben so eine Rechteckpulsfolge. Und für diese Rechteckpulsfolge gibt es meines Erachtens in MATLAB eine Funktion, die nennt sich Square. Und dann schauen wir mal, was diese Schönes macht. Jetzt ist MATLAB busy, weil es hier irgendwie was sucht. Genau. So. Und dann macht dieses Square halt eine Square Wave mit 2π Periodizität. Das passt super gut zu dem, was wir haben. Für die Elemente des Time-Vektors, naja, Time-Vektor ist hier unser Phi-Vektor, ne? T. Das ist so ein bisschen irreführend, das haben ja Mathematiker und keine PhysikerInnen geschrieben, weil es ja eigentlich kein Zeitvektor, der ist ja einheitenlos. Ja? Und er geht halt, also das funktioniert so wie Sinus von T, bloß dass das halt eine Rechteckwelle macht, die von plus 1 bis minus 1 läuft. Und das passt eigentlich auch ziemlich gut zu dem, was wir haben wollen, weil die soll ja von U0 bis minus U0 laufen. Ja, also ich könnte jetzt noch irgendein U0 festlegen. Spannung U0. Oder ich nenne das mal, was weiß ich, Spitzenspannung oder sowas.
von dieser Funktion und die hätte halt die Einheit Volt natürlich und das wäre auch ein Skalar und da stelle ich jetzt mal irgendwas ein. U0 sind 10 Volt, keine Ahnung, irgendwas. So, und jetzt macht das Square, macht halt was, was von plus 1 bis minus 1 ist und dann kann man halt mit diesem Duty hier noch was einstellen und wahrscheinlich ist das standardmäßig halt, steht hier nirgendwo, standardmäßig wahrscheinlich 50%. Ne? So, also können wir jetzt unsere zeitabhängige Spannung in der Einheit Volt rausbekommen, auch als so ein Zeilenvektor mit n Dingern. Ups, jetzt habe ich den Pfeil doppelt, indem ich jetzt sage, das nenne ich jetzt mal UB, weil das Aufgabenteil B ist. Ich speichere das mal MATLAB, man weiß immer nie, wann das erste Mal abstürzt. Nenne ich das mal Aufgabe 100b. So, und UB kriege ich jetzt raus durch Square von Phi. So, und das macht mir was, was von minus 1 bis plus 1 läuft. Und jetzt rechne ich das nochmal U0, oder schreibt man das U0 vielleicht davor, U0 mal. Ja, und dann geht das halt von minus U0 bis plus U0. So, und eigentlich sollte das 50% haben. Ich schreibe mal die 50% Fläche noch explizit hin. Hier kommt auch so eine kleine Hilfe. Duty, ja, 50 ist Default. Bräuchte ich nicht mit hinschreiben. Schreibe ich auch mal mit hin. Schaden kann es nicht. So, und jetzt können wir das ja mal plotten. Jetzt können wir das ja mal darstellen, um zu gucken, ob das halt erstmal passt. Zeitfunktion, grafisch darstellen. Und plotten das mal. Also plot Phi und dann das UB. Und dann schreiben wir halt mal noch an die X-Achse dran. Das ist halt der Winkel in Radiant. Ne? Also sowas wie so ein, ja, sowas wie so eine normierte Zeit, eben Kreisfrequenz mal Zeit. Oder ich schreibe hier das mal, ich kopiere das mal hier oben. Das ist vielleicht weniger verwirrend. So, und an der Y-Achse steht halt dran, das ist die Spannung UB von T in Volt. So, dann packen wir noch ein Gitternetz drüber, damit das irgendwie hübsch aussieht und lassen das mal durchlaufen und hoffen mal, dass jetzt hier ein schönes Diagramm entsteht und keine Fehlermeldung kommt und es nicht Bing Bing macht. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch jetzt passiert was. MATLAB lässt sich da mal ein bisschen bitten, bis das hier mal so einen Plot macht. Und dann sieht das aber, nee, das wollen wir jetzt hier gar nicht, wir wollen nicht mit dem Plot interagieren, aber dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Ne? Also es fängt hier mit den 10 Volt an, dann geht es hier auf minus 10 Volt runter und geht wieder auf 10 Volt hoch. Und naja, was man jetzt schon erkennen kann, ist, dass das natürlich hier nicht perfekt steil runter geht. Ja, das ist jetzt so, und hier geht es auch nicht perfekt steil hoch, sondern es hat so eine Steigung. Und die hängt natürlich davon ab, wie viele Punkte ich hier nehme. Wenn ich jetzt nur 11 Punkte nehme, MATLAB braucht wirklich, ne? Also dann sieht das halt mehr wie so ein Trapez aus. Und wenn ich jetzt halt 1000 Punkte nehme, dann wird das natürlich steiler, weil ich da mehr Punkte reinpacke. Aber diesen unendlich steilen Anstieg, so wie wir den hier in dem Aufgabenheft sehen, den gibt es halt jetzt in MATLAB im Prinzip nicht, weil ich habe immer einen gewissen Abstand zwischen diesen Zeitpunkten. Und den gibt es natürlich streng genommen in der Realität auch nicht. Ne? Also wenn ich jetzt so eine Spannung einschalte und ausschalte und da, wie jetzt mit meiner Kamera, beliebig dicht reinzoome, dann werde ich immer einen endlichen Anstieg sehen. So, aber auf jeden Fall sieht das jetzt hier so scharf drauf geschaut doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Und jetzt wäre ja der nächste Schritt, dann daraus einfach mal den Mittelwert auszurechnen. Also hier habe ich jetzt meine ganzen Spannungen, die stecken hier drin. Ja, das sind jetzt einfach Zahlen, das sind jetzt 1000 Zahlen. Ich gebe mal die 1000 Zahlen aus. Ja, dann sieht man, da stecken jetzt halt minus 10 und wenn ich hochscrolle, steht da plus 10 drin natürlich. Und von denen kann ich jetzt den Mittelwert ausrechnen. Dafür gibt es eine Funktion, die heißt min. Also min von dem UB. Und bevor ich da jetzt Enter drücke, ist ja immer, sollte man sich ja mal überlegen, was sollte denn da jetzt eigentlich rauskommen? Was könnte da rauskommen? Was wäre jetzt sinnvoll an der Stelle? Naja, also wir haben hier einen Wert
U0 und dann haben wir hier den Wert minus U0 und wieder U0 und wieder minus U0 und zwar gleich lang U0 wie minus U0. Also sollte der Mittelwert von dieser Funktion, der sollte 0 sein, weil sich halt die positiven Werte hier, ja, diese Fläche hier und diese negative Fläche hier unten, die unterhalb der Zeitachse negativ gerechnet wird, die heben sich halt gegenseitig auf. Also sollte da 0 rauskommen. Schauen wir mal, ob da 0 rauskommt. Ah, kommt nicht ganz 0 raus, kommt 0,1 raus. 0,01 raus. So, und das hängt jetzt auch wieder so ein bisschen davon ab, wie viele Punkte ich da reingebe. Wenn ich jetzt mal nur 100 nehme, also ich packe mal hier diese Ausgabe so rein, dass der uns direkt den Mittelwert angibt. Ich baue mal hier so einen Mittelwert berechnen und ausgeben rein und sage disp Mittelwert und brauche jetzt das hier und damit das hier ausgegeben werden kann, muss ich das von einer Nummer in von einer Zahl in String umwandeln und dann bin ich ordentlich und packe dann noch die Einheit Volt dahinter, auch wenn das jetzt natürlich vielleicht irgendwie in dem Fall gerade 0 ist. So, und wenn ich das jetzt ausführe, sollte hier unten nach dem Plotten auch der Mittelwert dastehen und jetzt habe ich das schon eben nebenbei von 1000 auf 101, von 1001 auf 101, jetzt sind das halt nicht 0,01, sondern 0,099 irgendwas. Und wenn ich das jetzt noch kleiner mache, also noch weniger Punkte nehme, dann würden wir noch weiter von der 0 wegkommen. Naja, und woran liegt das? Naja, es liegt im Prinzip daran, dass ich hier 2Pi hingeschrieben habe. Ja? Und damit gibt es sozusagen den 0 und die 2Pi, das ist halt der gleiche Wert. Also eigentlich müsste ich den letzten hier wieder weglöschen oder ich müsste halt irgendwie sowas hinschreiben wie, das ist so ein Wert davor. Na, also ich könnte jetzt, das Einfachste ist und das am einfachsten Verständliche ist halt, dass wir den letzten Wert löschen. Ja, und deswegen habe ich hier mal 100 rein, 101 Werte reingegeben, damit dann am Ende 100 rauskommen. Also phi end, den letzten Wert, den machen wir einfach weg. So, wenn ich das jetzt nochmal durchlaufen lasse, dann sollte hier an der Stelle nur noch eine 100 stehen und dann sollten wir nur noch 100 Werte für das Phi rausbekommen. Und dann sollte hoffentlich unser Mittelwert eben auch näher bei 0 sein oder exakt 0 sein. Ja, weil das Problem ist eben, wenn wir die Funktion plotten, wir starten hier mit 10, dann haben wir hier x Werte, also irgendwie n halbe Werte, die halt plus 10 sind, dann haben wir n halbe Werte, die minus 10 sind, dann haben wir noch einen Wert, der wieder plus 10 ist und den müssen wir wegkicken hier hinten, der muss weg. Ja? Der macht uns das jetzt kaputt, dass der Mittelwert nicht 0 ist. Und das ist halt wieder so ein schönes Beispiel für, also klar kann man das im MATLAB im Prinzip relativ einfach machen, sowas, auch für kompliziertere Funktionen, aber bei komplizierteren Funktionen weiß ich ja nicht, was rauskommt. Und da habe ich im Prinzip genau das gleiche Problem. Wenn ich den letzten Wert einfach doppelt zähle mit dem ersten, dann kommt da auch nicht das exakt richtige Ergebnis raus. Aber dann habe ich überhaupt nichts, womit ich es nachprüfen kann. Ja, also ist die total schlaue Sache. Ich habe ein einfaches Beispiel, so wie dieses hier. Ja, wo ich weiß, da muss 0 rauskommen. Wenn ich das jetzt numerisch rechne, muss da auch 0 rauskommen. Also probieren wir es aus. Letzten Wert weg. So, jetzt stehen da immer noch 101 Werte. Ja, bei n stehen natürlich immer noch 101, aber phi und ub sind jetzt nur noch 100. Ja, der letzte Punkt ist weg. Ist auch irgendwie toll, wie MATLAB sich überhaupt gar nicht die Position von diesem Fenster hier merkt. Weil wenn ich das jetzt nochmal ausführe, dann macht es das wieder da oben hin, wo es total nervt. Aber egal. So, dann kommt da für den Mittelwert auch 0 raus, so wie das halt sein sollte. So, das heißt, das passt super. Und jetzt können wir ja auch noch dann mal den Effektivwert berechnen und ausgeben. Und das ist jetzt in MATLAB auch relativ einfach, weil ich einfach das machen kann, was so ein Effektivwert macht. Also ich nehme jetzt nicht die Spannung direkt und rechne von der den Mittelwert aus, sondern ich nehme die Spannung zum Quadrat. Ja. Und das würde jetzt nicht funktionieren, kann ich auch direkt mal ausprobieren. Das sollte eine Fehlermeldung geben, weil
das ist ja ein Vektor, das ist ja nicht nur eine Zahl, das sind viele Zahlen, das ist kein Vektor im physikalischen Sinne, der irgendwie eine Richtung hat im Raum, sondern es ist halt ein Datenfeld, ne? So ein Array. So. Und ein Datenfeld zum Quadrat oder ein Vektor zum Quadrat geht halt nicht, will ich auch gar nicht machen. Ich möchte diesen Vektor elementweise quadrieren. Jedes Element dieses Vektors soll quadriert werden. Und das mache ich hier mit dem UB Punkt hoch 2. So, wenn ich das mache, geht das. Ja, dann kriege ich jetzt 100 mal den Wert quadriert raus und da mal 10 reingepackt und minus 10 und 10 und minus 10 jeweils quadriert sind natürlich 100. So, davon rechnen wir jetzt den Mittelwert aus und ganz zum Schluss rechnen wir die Quadratwurzel davon aus, die Square Root. Ne? Deswegen heißt das Ding ja auch Root Mean Square auf Englisch RMS-Wert für den Effektivwert, der eben proportional zur Leistung ist. Im Prinzip rechnen wir sowas wie so eine mittlere Leistung aus hier an der Stelle. So, und da sollten, bevor ich jetzt auf Run klicke, können wir uns das kurz überlegen. Das haben wir auf 10 Volt gesetzt. Ich habe jetzt hier 10 Volt, hier minus 10 Volt. Wenn ich die quadriere, macht das 100 Volt. Konstant 100 Volt, die haben wir auch gerade gesehen. Wenn ich davon den Mittelwert ausrechne, macht das 100 Volt Quadrat. Und wenn ich davon die Wurzel nehme, müssen da wieder 10 Volt rauskommen. Und das sollte jetzt ja auch passieren. Also Attacke und der Mittelwert ist 0 und der Effektivwert sind 10 Volt. Und was sagt einem jetzt dieser Effektivwert? Der Effektivwert sagt jetzt, wenn ich mit dieser Wechselspannung hier, die zwischen 10 Volt und minus 10 Volt schwankt, eine Glühlampe zum Beispiel betreiben würde, einen ohmschen Verbrauch, eine ohmsche Last, dann wird in dem ohmschen Verbraucher genauso viel Leistung umgesetzt, wie wenn ich den direkt mit 10 Volt Gleichspannung betreiben würde. Und das ist in dem Fall auch total logisch, dass das so ist, weil wenn ich da halt plus 10 Volt draufgebe auf den Widerstand oder auf die Glühlampe oder minus 10 Volt, ist das im Widerstand vollkommen egal, ob die Spannung jetzt positiv ist oder negativ ist, da wird die gleiche Leistung umgesetzt. Und und deshalb also eine Wechselspannung mit einem bestimmten Effektivwert ruft in einem ohmschen Verbraucher genau den gleichen Leistungsumsatz hervor wie eben eine gleich große Gleichspannung. Und für Ströme gilt das natürlich genauso. So, und das heißt, das ist jetzt mal eigentlich eine sehr schöne Lösung von dieser Aufgabe 101b in MATLAB.